Hey Fun, hier ist euer Abraham, zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich erstatte mal wieder Lagebericht zu Nottinghamshire. Viel Spaß, es geht los. Bitte Reda, erzähl noch eine. Ja, eine letzte noch, aber nur weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also, diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer... Grüße, Eivor. Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Nottinghamshire starb, doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er ist nun ihr Jarl und er schwor, uns in Zeiten der Not beizustehen. Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Schön, dich zu sehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sollte gehen. Und jetzt geht es endlich in der Story weiter und wir starten die Quest Der Weg nach Valhall. Um in andere Bereiche reinzukommen, so ein gleich ein kleiner Hinweis, ihr müsst dann hier an diesen Tisch immer rangehen und euch dann da dementsprechend dann den Ort auswählen und dann könnt ihr wieder dorthin reisen, weil das ja eigentlich Sachen sind. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ihr habt die Hauptkarte, wo ihr hier eure Steine immer zieht und eure neuen Quests holt und einfach nur ins Boot einsteigen, irgendwo hinfahren könnt ihr nicht. Wollt ihr also eine Reise zu einem anderen Gebiet durchführen, müsst ihr hier das über diese Karte erledigen. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen. Und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut. Und gebt auf euch Acht, ihr beiden.
Da ist ein neuer Brief für mich. Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Auf nach Nordwege. Gut, gut. Geh voran. Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Kälter als in meiner Erinnerung. Ja, und hier geht es dann von einer Quest in die andere. Jetzt geht's weiter in, wo Legenden geboren werden. Jetzt. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist sein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung.
Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttle diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unsere Zeit nicht wert. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Wir machen später weiter. Alrex Tadir, es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst sein Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt. Halte ein! Auf in den Hafen! Sünen, leite mich. Was sagte Randvi noch? Unser Vater verbringt seine Tage in den Methallen? Und seine Nächte auf blanken Holzbrettern? Das sagte er. Suchen wir in den Methallen. Es gab eine in der Nähe, ein trauriges Loch, in der Männer ihr Unglück ertränken. Dort sollten wir suchen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Ratten wissen Geschenke nicht zu schätzen. Sie legen ohnehin bis Untergang sitzt der. Du bist ein Quell der Freude, Bruder. Ich wünschte... Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Vater. Sigurd? Mein Sohn, Eivor! Bei Odin dem Grauen. Kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe. Keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Ich hörte Gerüchte, dass Englerland bereits mehr als genug Könige hätte. Ich dachte, vielleicht wärt ihr zurückgekommen, um... Ich habe alle Träume von der Krone begraben, Vater. Mich erwartet ein größeres Schicksal. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. Es war dein Recht, dein Haupt vor einem anderen zu beugen. Ich weiß jetzt, dass du nur getan hast, was du für das Beste für deinen Clan hieltest. Als Haralds Truppen sich näherten, wusste ich, dass wir uns nicht mit ihnen messen konnten. Wir waren zu ungeordnet und zu schwach.
Mit einem Sohn, der nie da war, sondern in fernen Ländern plünderte und sich nicht um die Verantwortung eines Königs scherte. Welche Wahl hatte ich da, außer mich mit ihm zu verbünden? Einem Mann mit einem Heer so groß wie sein Ehrgeiz. Nie da? Ich tat meine Pflicht als Sohn eines Königs, um dich reich zu machen, dir Ruhm zu bringen, deinen Namen zu verbreiten. Was sollen die Menschen von Miklagard mit meinem Namen, Sigurd? Ich hätte dich hier gebraucht. Hört euch diese Meckerziege an! Ich wünsche dir Frieden auf diesem neuen Weg, den du für dich gefunden hast. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe mich dafür entschieden. Es war der einzige Weg, der nicht zu noch mehr Gewalt, Tod und Leid führte. Dein Vater hätte das verstanden. Er starb, um Ähnliches zu verhindern. Um seine Familie auf Kosten seines Rufes zu schützen. Nein. Mein Vater, er war... Er hat dich geliebt. Mehr nicht. Unfug! Ich habe genug gehört. Sigurd, von dem Tag deiner Geburt an wollte ich nichts mehr als meinen Titel, mein Land und mein Volk an dich zu übergeben. Aber kein Jahr ist wie das nächste. Und mit der Zeit zeigte sich, dass manches unumgänglich ist. Wir waren das letzte Königreich in Nordwege, das sich Haralds Vormarsch widersetzte. Ihm zu trotzen wäre unser Tod gewesen. Das weißt du nicht. Wir hätten kämpfen können. Das hätten wir, ja. Und viele hätten im Kampf ihr Leben gelassen, nur um unseren Stolz zu wahren. Wir werden es nie mit Sicherheit wissen, weil du zu feige warst, es zu riskieren. Achte gut auf ihn, Eivor. Und führe ihn fort vom Rand des Abgrunds, wenn du kannst. Er ist mein Bruder, nicht mein Hund. Mach's gut, alter Mann, und diene deinem König ehrenvoll. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Visionen. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hörderfylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und einen Mann mit... Sprich weiter. Valkar warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Komm, mein Schicksal erwartet mich. Ja!
Auf den Schwanenweg. Segel hoch! Segel! Die Töchter Aegirs segnen unsere Überfahrt. Ja. Deine großen Ruhe über die Wellen. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Verbiegt er sich? Wird er brechen? Gudrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsexe. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Und uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter. Kennst du die Richtung? Wie mich selbst. Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh. Keine Sorge. Wir wären die Schande des Clans, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben würden. Ha, das wären wir. Und wie schon erwähnt, es geht ineinander weiter. Jetzt gleich starten wir die nächste Quest, den Bruder zum Schutze. Mir nach! Tiefer ins Königreich des Schnees! Sigurd! Können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten. Nein! Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren. Sie werden nicht zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen. Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen. Fürchte die Kälte nicht, Eivor. Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben. Der Wind aus Helheim. Halte durch! Es sollte nicht mehr weit sein!
muss es sein! Ich kenne die Form dieser Steine! Ja, wir sind ganz nah! Das hoffe ich, um meiner gefrorenen Finger willen. Muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht sagen, wohin all das führt? Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da, die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte. Es ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Mein Herz rast. Das ist es. Götter, diese Tür. Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke. Dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat unschmembro, trurvondi quorde, unsolas fras, chnogadide, umsum huchas reis dedai. Wie hast du das gemacht? Woher kennst du diese Worte? Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen aus einem früheren Leben sind. Komm! Götter, was ist das für ein Ort? Hierher. Diese Platte führt uns weiter. O Erasi. Sigurd, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles so sonderbar. Vertraue auf diesen Ort. Diesen alten und heiligen Ort. Wohin führt er uns? In die Hallen der Gefallenen und zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Dieses Gefährt. Haben die Zwerge es gefertigt? Es ist wahrlich ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können. Und diese Höhle ist so tief. Sie summt vor Magie. Der alte Baum. Der Baum des Lebens. Was ist das? Sieh nur, wie stolz er ist. Wie er schimmert. Die Wurzeln allen Lebens laufen hier zusammen. Die Skalden würden bei diesem Anblick weinen. Und das ist noch längst nicht alles. Ich schwöre bei allen Namen des Allvaters, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht. Meine Visionen reichen weiter. Bis in Odins große Halle. Ah, spürst du das?
Die heiligen Energien? So etwas Großartiges habe ich noch nie gesehen. Dieser Schrein ist unser. Er wird sich für uns öffnen. Warte es ab und sieh selbst. Woher weißt du diese Dinge? Hast du es in deinen Visionen gesehen? All das und vieles mehr. Mich wieder. Dieser alte Schrein wird durch diese Sphäre aus Metall entzündet. Und diese Arme, diese Äste, sie verschaffen uns Zugang zur Zuflucht der Götter. Zu Valhall. Bist du bereit? Sigurd, sei vorsichtig. Wir sollten die Werkzeuge der Götter nicht entweihen. Du sprichst nur für dich, Eivor, denn ich bin kein Sterblicher. Das erkenne ich jetzt. Ich weiß es. Nimm deinen Platz in der Mitte dort ein und du wirst es sehen. Sigurd! Dem Geber. Der Gast ist gekommen. Bin ich hier? So, und hier mache ich mal einen kurzen Break. Wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Von daher, have fun, euer Aboram. Es geht weiter. Viel Spaß.